Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, bin ich schon vorbereitet, denn ich habe heute wieder ein kleines Perücken-Review für euch. Diesmal schminke ich auch einen kleinen Make-up-Look dazu, damit es nicht wieder so ein bisschen monoton wird, ne? Und zwar habe ich wieder Post von Donna Love Hair bekommen und ich dachte, ich teste die Perücke heute mal mit euch zusammen aus. Gebt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Und kommentiert, ob ihr schon mal bei Donna Love Hair bestellt habt, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Und nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich habe wieder einen Rabattcode für euch. Da könnt ihr saftige 15% wieder sparen im Shop von Donna Love Hair. Genau, ich durfte mir wieder aus dem Shop eine Perücke aussuchen. Diesmal habe ich eine kürzere Variante gewählt. Die Perücke kommt wieder in einem Netz, beziehungsweise sie war auch noch eingepackt. Ich hatte sie schon ausgepackt, ich hatte sie schon vor Ewigkeiten bekommen und habe es einfach nicht geschafft, dieses Video zu drehen. Ein Tangle Teaser von Donna Love Hair war auch wieder mit dabei. Eine kleine Karte und ein Perückennetz. Und ich würde sagen, das setzen wir uns jetzt direkt mal auf. Ich habe mir wieder hier einen französischen Zopf nach hinten geflechtet, über die Mitte und wieder nach vorne geklappt. Und hier so kleine Würstchen an meinem Kopf fabriziert, weil damit ist das Volumen einfach gut über den Kopf verteilt. Es sind sogar zwei Perückenkappen. Hat man immer noch ein bisschen Vorrat. Das hier ist das gute Stück. Ich habe mir diesmal einen Grünton gewählt. Ganz einfach, weil ich einfach so ganz, ganz dunkle, waldgrüne Haare total mag. Es ist wieder eine Frontlace-Perücke. Heißt, hier vorne ist nochmal so ein Netz dran. Das kann man sich dann mit einer Nagelschere abschneiden. Dann wirkt der Ansatz einfach nochmal ein bisschen natürlicher. Die Perücke ist leicht wellig und hat einen konkaven Schnitt, meine Damen und Herren. Die Perücke ist hinten im Nacken kürzer und wird nach vorne ein bisschen länger. Sehr moderner Schnitt. Für mich als Friseurin persönlich mein Lieblingsschnitt. Ich schneide das sehr, sehr gern. Wenn wir uns einmal hier reinbegeben, sehen wir hier das Netz. Hier vorne wieder auch mit solchen Klammern, die man an seinem Kopf befestigen kann. Weil ich mir nicht so sicher bin, ob das mit dieser Wig Cap funktioniert, da die ja durchgängig ist, wie eine Strumpfhose. Und ich hatte sonst immer nur wirklich ein Netz, was ich mir über meine eigenen Haare gemacht habe. Dann würde ich sagen, ich hole mir mal eine Nagelschere und schneide erstmal das Netz ab. Wir haben Besuch. Willst du Hallo sagen? Ich glaube, Helga interessiert sich gerade nur für die Perücke. Aber damit darfst du nicht spielen, sonst geht's kaputt. Sein Netz ist geschnitten. Ich habe versucht, das Netz so nah wie möglich im Haar. Elfi! You can't have shit with kids. Ich habe versucht, das Netz so nah wie möglich im Haaransatz abzuschneiden. Also ich habe Perücken jetzt noch nie bei mir angeklebt. Wollte es aber mal ausprobieren, habe dann aber im Netz gesehen, wie das manche mit Schaumfestiger gemacht haben, glaube ich. Wenn ihr wollt, dass ich das mal live vor der Kamera austeste, schreibt es in die Kommentare. Dann probieren wir das Ganze mal hier anzubringen an unserem Köpfchen. The wig is on. Und hat einen leichten Seitenscheitel, wie man sieht. Ich glaube, die Nadeln sind wirklich durch die Wig Cap durch. Jetzt kommt der Cam-Test. Und zwar versuchen wir die hier mal mit dem mitgelieferten Tangle-Teaser durchzukämmen und schauen, ob die Perücke krass hart. Übrigens ist das eine synthetische Perücke, keine echte Perücke. Also kann man daran nichts mit Glätteisen oder sonst was machen, weil dann verschmort es einfach nur, weil es ist Plastik. Okay, wenn man es durchkämmt, gehen die Wellen irgendwie ein bisschen raus, sind dann nicht mehr so schön. Girl, springen wir jetzt nicht durchs Ringlicht durch? Nein. Nein. Nein! Das ist auch gerade der erste Versuch, ein YouTube-Video zu drehen, während die Katzen mit im Zimmer sind. Schau mir mal, wie es mit der Haarsituation hier aussieht. Eine kleine Strähne hat es rausgerissen. Oh, Elfie! Willst du auch nochmal Hallo sagen? Also, so sehr gehaart hat es jetzt nicht. Ich probiere mit den Fingern ein bisschen durchzugehen, vielleicht separieren sich dann die Wellen wieder ein bisschen. Also wenn ihr euch die Perücke kauft, denkt dran, nur mit den Fingern durchgehen, nicht so dumm sein und durchbürsten, so wie ich es gemacht habe. Ansonsten, die Farbe gefällt mir halt schon echt gut. Ja, das mit den Wellen hätte man sich denken können,
Also mit den Fingern und nicht mit einer Bürste. Wie gefällt euch die Perücke? Schreibt es in die Kommentare. Schauen wir mal, wie es mit der Haardichte aussieht. Wenn ich hier einmal reingehe und mir ein Passier abteile, sieht man tatsächlich keine Absätze. Das ist jetzt ziemlich cool. Cool, heißt man kann damit ohne Probleme Frisuren machen. Heißt, wir versuchen das doch direkt mal. Da mich dann beim Schminken wahrscheinlich sowieso dieser Schritt hier von der Ultra nerven würde. Gut, also meine Base und meine Augenbrauen habe ich schon gemacht. Heißt, wir machen weiter mit dem Lidschatten, würde ich sagen, wenn meine Katze diesen Karton nicht kaputt machen. Ich nehme mir erstmal die NYX Ultimate Edit Palette, die 04 Ash, und gehe mit einem Blendepinsel in diesen Grauton hier rein. Und jetzt nehme ich mir die NYX Off Tropic Palette und gehe in diesen wunderschönen Grünton hier rein. Und den setze ich mir dann in den Innenwinkel meines unbeweglichen Lides. Und dann nehme ich mir die andere NYX Off Tropic Palette und gehe in diesen dunklen Braunton hier und setze das hier außen. Dann nehme ich mir den Can't Stop Won't Stop Concealer von NYX in der Farbe 01 Pale und setze mir eine Cut Crease. Und jetzt nehme ich mir diese Palette von Make-Up Factory und ich nehme diese dunklere Farbe und setze sie erstmal in den Innenwinkel, glaube ich. Ich experimentiere heute mal ein bisschen. Ich gehe mit dem Rest dann noch am Pinsel, ist hier so ein bisschen in meinen Augeninnenwinkel und verlängere quasi meine Tränendrüse so ein bisschen. Das macht ein schön sanftes Cat-Eye. Und mit dieser Farbe hier gehe ich jetzt von außen rein. Dann gehe ich in diesen hellen Grünton rein und gebe den einfach auf den restlichen Teil meines beweglichen Lides. Und in den ganz hellen Ton gehe ich jetzt, um mir ein Innenwinkel-Highlight zu machen und unter den Augenbrauen. Jetzt nehme ich mir den 4 White Kajalstift von NYX in der Farbe 06 Honeydew. Das ist so ein helles Grün. Und das gebe ich mir jetzt einfach wirklich überall auf die innere Wasserlinie, damit meine Augen wieder ein bisschen offener wirken. Zuerst mache ich mir Basic erstmal einen ganz normalen schwarzen Eyeliner mit dem Mislin Black Off Eyeliner. Jetzt nehme ich mir Eyeliner und zwar zwei Vivid Brights Eyeliner. Einmal den dunkelgrün von NYX in der Farbe 07 Vivid Envy und den hellgrün in der Farbe 03 Vivid Escape. Und dann noch den White Plank Eyeliner und spielen wir ein bisschen damit rum. So, jetzt nehme ich die Wear of the Hype Mascara von NYX in Braun und tusche meine Wimpern einmal. Ich glaube, den finde ich ganz cool. Das ist der NYX Powder Puff Lippy in der Farbe 15 Willpower. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Lashes. Und dann nehme ich die Wicked Lashes in 10 Frisky von NYX. So, ich bin back. Hier ist das Make-up. So, das war's mit dem Video. Jetzt kriegt ihr noch einen Rabattcode für Donalove Hair. Und zwar geht auf die Website von Donalove Hair, sucht euch eine synthetische Perücke aus und gebt beim Gutscheincode einfach nur Steffi ein. Dann bekommt ihr 15% Rabatt auf euren Einkauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, einen Daumen nach oben bitte. Und nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!